Herzlich willkommen, Kapitän, Kapitän bei World of Warship. Ich habe mir, kann man sagen, letzten Schienen kommen. Die letzten Basis-EP und Co. Überspringe ich hier langsam bei. Die nächste soll die Pedro genervt werden ein bisschen. Ihre Zitadelle wird etwas mal von der Schiff wird ungefähr 0,5 pro, Meter ein bisschen angehoben. Das heißt, die Zitadelle wird leichter zu treffen sein. Vor der Patch kommen wir, wie ich langsam die Pedro langsam haben. Zack. Hab mir ohne Kapitän gefehlt. Ohne Kapitän natürlich. Zack. Jetzt habe ich eigentlich mal die Pedro in den Hafen. So. Wie gesagt, Pedro ist das hammergeile Schiff. So. Kann man sagen, das OP-Schiff, also was es umgeht hier. Und mal gucken, wie die Pedro ist. Hydro, ich lieber der Fahrer mit. Hydro. Na komm, ich nehme mal Hydro mit. Wie die ganzen Torpedosuppe ja halt zur Zeit. Nehme ich hier das mit und ja. Also aber die Pedro ist so ein stationärer Schiff. So, natürlich Antrittsmodifikation. Tarnung bitte, danke. Und Besonderheit bei die Pedro. Die hat 14 Sekunden Reload. Natürlich tun wir die Reload besonders runterschrauben. Jetzt haben wir 12,13 Sekunden. Das ist doch ein Wert, was man haben will. So, die Pedro bekommt ja natürlich. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ja, ihr könnt hier alle die komischen Kapitän oder Dingsbums nehmen. Sagt nie danke. Wie viel habe ich denn? Oh, ich habe reichlich. Komm hier. Zack, unten. So. 3 Points. Die wird mir empfohlen. Artillerien Rouge? Oder bitte Flugabwehr? Artillerien Rouge nehmen. Dann Luftabwehr. Artillerien genug Punkte für Ladeschütze noch. Will man Schaden erhöhen noch. Die Pedro hat so eigentlich ganz gemeint. 66 Kilometer Reichweite. Aber muss ich mal überlegen noch. Also komplett auf Anti oder ein bisschen hin und her. Mal, ich lass mir mal überlegen. So. Die Pedro hat ja, mal gucken, was hat die hier für eine schöne, nette Tarnung an Bord? Ja, so geil sieht die auch nicht aus. Gibt es keine schöne Tarnung? Na, nehme ich die natürlich. Signalmäßig, Sekundäre, nö. Das hätte ich gerne, das hätte ich gerne, das und das. Nein, Luftabwehrverbesserung. Kapitäns-CP habe ich auch. Davon habe ich die meiste Sachen. Keine Ahnung warum. Davon habe ich so viel davon. So. Kükenflagge und einmal die Bärenflagge. Zack. So. Erste Runde, Pedro. Geil, ich habe gesagt, ich habe eine Folge habe ich schon gesagt, ich habe so viel XP, ich weiß nicht, was ich in hier, weil ich habe keinen Plan, was ich damit anfangen soll. Esso Pedro, hammergeiles Schiff, wir gucken uns mal punktmäßig an. 25, 50, Türme, 300, Deck, 50, 25. Wow. Mal gucken, wie die Pedro ist und sagen, let's do it. Also ich bin gespannt. Also der Pedro soll übelst kranke Schiff sein. Also wie gesagt, der soll ja der nächste Jahr kurz ein bisschen genervt werden. Das soll ein bisschen angehoben werden, um die Zitadelle besser zu treffen zu können. Anscheinend hat Borgo gesagt, das Schiff ist doch ein bisschen zu stark, sag mal, hebt sich ein bisschen von den anderen Schiffen ein bisschen etwas hinaus. Ich hätte lieber doch der Fahrer mitgenommen. Fuck. Hey. Okay, dafür gibt es welche Torpedosuppen. Also reiche Torpedosuppen. Mal gucken. Pedro ist auch das Schiff, was gerne auch, wenn man gerne im Fokus genommen wird. Ich lasse mich überraschen. So, darf ich mal hier einloggen mal. Danke sehr. So, erste Runde Pedro. Besonders weil bei Pedro ist, wir haben hinten ein 63 Grad Turm. Das ist cool. Radar, Hydro, Flak. Oh, ich hab gleiche Tarnwert wie Radar und Camperkeit. Lol. So, natürlich vielen Dank. 360 Grad Turm, das ist glaube ich der allererste Kreuzer, also ob das wirklich hat. Okay, die Deutschen haben auch, das sind auch Kreuzer eigentlich, ist wie eine Art Schlachtschiffe. Ist schon fett. Hammergeil.
Es ist irgendwie ein bisschen komisch. Du hast 400 Meter Unterschied zwischen Radar. Das heißt, der Zerstörer, er braucht ungefähr nur 400 Meter Bereich rumtümpeln und das war's. Hier kommt schon Motel um die Ecke gefahren. Das ist schon ein bisschen mehr. Also die Petro soll auch 8 Kilometer habe ich mit Luftschlag. Wow. Ist aber echt weit. Aber es sind keine U-Boote dabei. So, mal gucken. 4 Zerstörer, Menge Torpedos, Suppen unterwegs. Neues Chemie, hammergeile Zerstörer. Der beste, von den Russen, der beste Zerstörer eigentlich. Der Hinsicht, wenn du guten Tarnwert, was das Ding besitzt. Das Ding hat, ist völlig krank. Also das ist schon mit Tarnwert schon gut und böse von den Russen, ja. Das ist das Einzige. Torps sind auch okay, Geschützen sind Zwillinge, 2 Türme noch. Hm. Bisschen, ja, Zwiegespalten. Aber naja. So, die Petro hat ja einen Vorteil. Bei ihnen gibt es nur so mal. Anfang ist so eine Sache immer. Aber chancemäßig kann das Ding sehr viel wegtanken. Das ist schon ein bisschen krank, dass das Ding tanken kann. Das ist der Turm 360 Grad. Völlig bescheuert eigentlich. Dazu noch, ich kann mit dem miesen Schiff auch Schlachtschiff-Zitadellen drücken. Ich glaube, bei 10 oder 12 Kilometer kann man da schon Zitas drücken. Oh, ich bin schon offen. Okay. Schon mal der Heil durchladen. So. Welche Depp darf ich gleich mitnehmen? Und Radar aktivieren. Und unsichtbar. So, die Sau. Oh, die Sau. Also hier ist es gerade sehr praktisch mit den Ladeexperten gerade. Ey, er fährt ja übelste Breitseite gerade. Mal gucken. So, oh, die Streuung sieht echt bescheiden aus. Overpen war klar. Wow. Sturm kommt. Oh, und da kommt meine Mutter. Okay, hier kommt die Yamato. Tiefentor. Ach du Schande. Also die Monty kann ruhig mit Yamato betteln. Da hätte ich nichts dagegen. Mal Yamato ein bisschen vorgetrott. Lol. Da! Shit. Oh, schön Doppelzieher. Das hat schon bestimmt gezimmert in sein Schiff. Okay, die Mutter will echt um die Insel rumfahren, das ist nicht so schön. Mal gucken, wie ich das Schiff gleich aufdecken kann mit meinem Radar. Gleich Doppelzieher gedrückt. Aua, aua, aua. Okay, das Ding ist gerade am Rotzen wie bekloppt gerade. Muss aufpassen, wir gehen jetzt als Zerstörer. Okay. Der Zerstörer ist wieder aktiv, das ist nicht so schön. Ah, haben wir noch so Chemie hier noch. Schön. Oh, scheiße, die Mod habe ich hier in der Breitseite. Shit, ich hoffe, die ist nicht vollgeladen. Ah. Scheibe, Gläser, vor. Gib Gas. Nein. Oh. Hab ich einen Lucky Shot, ey, alter Schwede. Hallo Molly.
Eieieiei. Das war gerade ein bisschen extrem Anstieg gerade, aber hardcore. Oh! Okay, das war extrem lucky gewesen. Okay, das ist der Zerstörer. Shit. Ach, Schlachtschiffe, macht doch mal euer Job, Alter. Aber klar. Komm, gib Gas. Ey, lol. Echt jetzt? Oh. Ist das bescheuert? Alter. Wie kann ein Kreuz so hohen Kuzimen bekommen? Das ist doch einfach Assis, das. Also so unnormal, was ich hier gerade am tanken bin. What the fuck? Alter, ich brenne an drei Stellen. Oh, ey, was macht eigentlich unser Team? Oh. Geil. Die Idee, wie. Alter, ja, das ist die Runden. Alter, die beiden Schlachtschiffe. Kurfürst, das ist eigentlich übelste. Ich weiß nicht, was unser Team hier gemacht hat. What the fuck? Gefühlt, hier bei C ist kein Schwein, die können pushen ohne Ende. Naja, eigentlich ist der C ist auch völlig. Also mit den Torps, ich weiß nicht, wie groß die Torpreichweite hat. Deswegen hat mehr Torpedo-Reichweite wie Kuzi mit. Also das ist schon ein bisschen heftig schon. Wir haben aber auf die Seite nur Unterstützung. Das war, wir sagen, das war die Petro. Ja, kann man sehen. Ich habe hier knapp 1,4 Millionen getankt. Das ist irgendwie sagen ganz okay. Aber ich kann leider nicht mehr zeigen, weil das Team einfach wieder beschissen ist. Ja, ich denke mal, das wird eh an los. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Wir sagen, wünsche euch keine Ahnung, ich dazu noch eine Folge mache, keine Ahnung, aber ich glaube, die Runde wird nicht besser. Wir sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde oder normalen Runde mit Pedro, ich weiß leider nicht. Pedro-mäßig, kreuzemäßig, hammergeil, aber ich war so im Fokus gewesen. Also wenn die Pedro so hardcore im Fokus genommen wird, es ist selbst der Schiff, der was eigentlich extrem tanky ist, selbst der geht immer in Clear auch. Also hier, ich hätte mich ja viel noch mehr passiv hinstellen müssen. Ich hätte mich schon hier hinstellen müssen schon. Aber die Kurfürsten, also der Kurfürst und Yamato wollen lieber passiv spielen, lieber auf zig Kilometer Range rumballern. Also die Salve von dem Mutena war eigentlich Angelak gewesen auch, der mich nicht gekillt hat. Wow. Ich glaube, die Runde wird eher los sein. Wir sagen, wir sehen in der nächsten Runde Peter oder sonst irgendwas. Wir sagen, bis nachher oder bis später. Haut rein. So, da sind wir schon mal in der Runde, zweite Runde Petro. Die Petro-Runde haben wir leider verloren, weil der Team wieder nutzlos waren. Ich habe gesehen, letzte Folge haben wir gesehen, Badesi, die Shimakaze 220 Basis CP, das war gefühlt, da war irgendwie geistig nicht anwesend. Battleship Warspite. I'm going. So, nächste Runde, diesmal die zweite Runde mit der Petro. Und diesmal sind die 11 Schiffe dabei. Yay, die nächste Schiffe. Ach ja, ist doch schön. Nun eine Black dabei. Aber wie gesagt, also die Petro hat aber gesehen, das Ding kann tanken ohne alles. Aber wenn das Schiff so im Fokus ist, selbst jeder Profi sagt, ey Leute, was spielt ihr bitte davon auf den Scheiß zusammen?
Schlachtschiffe neben mir, ich habe gefühlt Getänke. Eigentlich ist es so, die Klasse, Schlachtschiffe müssen den Schaden tanken. Kreuzer sind eher Unterstützer, kann man sagen. Und die Zerstörer sind eher für Spotting. Deswegen habe ich hab Gefühl, ich hab eine Position als Schlachtschiff eingenommen, um den Schaden zu tanken. Dafür sind ja eigentlich die Schlachtschiffe da, um den Schaden ein bisschen zu tanken und auch den brachialen Schaden noch wieder rauszupumpen, ja. Aber die Leute vergessen ja, wie man die Klasse spielt hier richtig. Lieber 20, 18 Kilometer lieber am Snipen wieder bekloppt und das Team einfach komplett ignorieren. Das Problem ist einfach auch, es ist ein Teamspiel. Ohne vernünftiges Teamplay verlierst du jede Runde. Ein bisschen Teamplay muss immer dabei sein. So. Da haben wir schon mal ein paar Schiffe. Hannover. Okay, sind keine Divis, aber da sind ein Divi. Nett, Chicky, du hast schon 15.000 Schiffe. 14.000 Leben schon verloren. Das ist mal sehr nice. Okay, das ist die Schima. Okay, da würde ich wahrscheinlich eh nicht drauf wirken können. Aber ich mache gleich mal. Scheiße. Muss man gleich mal die Insel nutzen. Okay, die hat sich umpositioniert. So, und da haben wir schon mal die Hindenburg. Enemy ship is inside. Hindenburg gibt gleich wieder Vollgas. Ein bisschen weiter vorne halten. Es ist irgendwie so cool, wenn man 93 Grad Turm hat. Also Daniel ist fast down, ist nicht so schön. Irgendwie wird die Runde auch nicht ordentlich, wie ich gesagt. Yep. Also wenn ich die beiden beide Satsuma sehe, die sind wieder am Abhauen sind. Denke, yep, alles klar. Wir sehen auch gerade ein cooles Teamplay mit den Superschiffen hier. Oh, what? Scheiße, ich habe keinen Haken drin gemacht, keinen Haken reingemacht. Warum ist da kein Haken drin bei mir gewesen? Okay, das ist, mir gar nicht aufgefallen. Bleib doch stehen. Ach shit. Also die Shimakaze macht so richtig schön smart. Der bleibt einfach hinter denen so stehen. Was haben sie aber in Nebel? Black? Nee. Auch in der Nähe. Ach shit. Das sind beiden Kreuzer, die müssen es eigentlich das hinkriegen. Das ist ein Ziel, das ist ein schönes Ziel. Ja, war klar.
Gerade ich gucke gerne, wie viel teammäßig spielen, was passiert. Kreuzer ploppt auf. Ich. Und Daniel wird auch was genommen. Das ist nicht sehr schön, Alter. Wollt mich trollen oder was ist los? Halla, das ging ein Danny hier verloren. So, da hast du dein Ziel, Junge. Kill das, schön. Shit, ich bin auf einer Schema. Das Problem ist, es bringt mir nichts, wenn ich an Pulsion kämpfe, ich überhaupt nichts machen kann. Ach, durch den komischen Sturm sehe ich hier fast gar nichts. Ach du Scheiße. Aua, aua, aua. Geht das in eine andere, Petro? Wow, geil. Ja, die haben uns alle kompletten Ecke in das gedrängt. Im Grunde müssen wir jetzt noch irgendeine Ecke nehmen, wo wir uns durchdrücken können. Pff, 2-2-2 Musashis, ja, nee, ist klar. Also die haben uns so weggedrängt in diese Runde. Ach Leute, sind alle Türme 93 Grad. Reba, wusste ich gar nicht. Okay. Das ist ja richtig smart. Also die Petro-Bräuen hier steht genau hinter der Insel. Also die Runde können wir nicht gewinnen. Die haben uns so weit weggedrängt. Hier zwei Hannovers, zwei Musashis und nur eine Schicke. Ja, nee, ist klar. Was ist das bitte von der Teamaufteilung? What the fuck? Es ist ja fast nur 460 und nur 510 Geschützen gerade diese Runde. Ja, sag mal, die Runde ist komplett verloren. Also das sind zwei Musashis und wir haben hier zwei Hannovers und eine Shiki da oben. Da kannst du fast im Grunde kommen was machen. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn wir noch die Zerstörer hauptsächlich noch. Bei Petro reicht und brauche ich noch ab hier noch nicht mal schießen. Alter, was für ein Streuwert, alter Schwede. Von 9 Kugeln treffen nur 2 oder was ist los? Also ich glaube, die Runde können wir nichts mehr machen. Oh, ich habe Feuerchen gemacht. Trotzdem wir hier einen Kill gemacht haben. Also kann man sagen, die Runde ist trotzdem verloren. Die haben so weggedrängt. Die beiden Satsumas hätten ja auf diese Position bleiben müssen und nicht wegfahren müssen. Die haben jetzt gesehen, die haben uns komplett uns angekreist. Wir können noch nicht mal Druck mehr aufbauen. Ich kann höchstens nur ein bisschen, ich kann was eins machen, kann jetzt nur noch Damage machen. Aber Damage ist auch wegen ihm nicht pracht viel. Ja, keine Ahnung, wie man bei den Schiff vorhält.
Zeter? Wie habe ich da eine Zeter gedrückt? What the fuck? Hä? Ach lol, ist auf den gegangen. Okay, ich habe keinen Plan, wie ich deine Zitelle da gedrückt habe. Das war ja auch ein bisschen leicht. Ja. Also trotzdem, wenn ich den weggenetzt hätte, hätte die Runde auch nichts mehr gebracht. Pedro ist eigentlich kein schlechtes Schiff. Da haben wir gesehen, Alter, wir haben echt nur 3 Schiffe tot gekriegt. 3, 4 Leute. Oh, und diese. Selbst wenn die Leute die T11 Schiffe haben. Also, ja, zur Zeit sind die TC-Mitschiffe einfach nur anstrengend zu spielen. Aber, komm. Also, das war eigentlich so eine beschissene Runde mit den Pedro. War mir da ja eine weitere Runde dann noch dran. Also, die Pedro. Ach, scheiße, ich hab vergessen, Teil noch drauf zu klatschen. Weil es so eine Müllrunde war. Aber die vier, aber die. Ich glaube, paar zig Meter mal drauf, glaube ich, auch nicht viel Unterschied. Aber ich habe Signale drauf, das ist Hauptsache. Signal drauf? Ach, sie sind hinten, jo, habe ich drauf. Wieder 2 Hannovers. Also, diesmal ist die Runde etwas ausgeglichen. お待たせしました。戦艦ウォースパイト、戦場海域に到着しました。 Mal gucken, ich hoffe, diese Runde etwas besser wird. Und danach klatsche ich auch gleich die Tarnung drauf. Ich dachte, ich hätte die Tarnung permanente Tarnung hier also mal das angeklickt, dass sie darauf drauf ist, aber. Anscheinend wurde es nicht gemacht. Mal gucken. Aber wie gesagt, eigentlich haben wir die erste Runde gesehen, Pedro. Das sind Kantengen ohne alles. Aber wenn eine Seite komplett wegbricht, selbst die Pedro kann da nicht gegensteuern. Deswegen. So. Mal gucken, wie diese Runde etwas besser wird. Mal schauen. Mal gucken, die 2-0 sind relativ gut sind. Aber die Runde, fast das war alles mit hohem Kaliber, das war schon extrem schon. Das ist auch schon ein bisschen too much gewesen. So, AP schon mal durchgeladen. Hat eigentlich die Pedro eigentlich auch Legend-Module überhaupt? Muss ich mal gucken. Ah ja, eigentlich muss das so Legend-Module eigentlich auch besitzen. Oder? Muss ich mal gleich mal schauen. Also ein paar Schiffe haben schon das Legend Blue schon bekommen. Aber bei Pedro bin ich leider überfragt. So, Jütland für da lang? Okay. Interessant Ding. 2 Zerstörer in der Runde nur. Warum schmeißen die Wasserbomben? What the fuck? Es sind kein U-Boot drin, das kostet alles Geld. Ich bin schon mal offen. Jetzt zu, ich dem. Ach lol, da ist eine Mutena. Oder ein Hannover. Ja, nee, ist klar. Was hat die mit der Netherbitter davor? Also die Hannover will anscheinend den Secondary-Batterie ausprobieren. Thank you.
Oh, lol. Okay, das war komplett gefinscht, kann man sagen. Eieieiei. Oh, das war ein schöner Hit. So, dass ich sehen wir mal die Stärke, von Petty Pedro. Naja, hier. Was hat hier bitte. Ach so, Desmo ist hinter mir. Oh, schöner Hit. Nein. Okay, ist bestimmt von der Radar offen. Ist ja klar, der kommt quer auf die Zerstörer geht. Das ist mit Team, ja. Boah, Alter, wird der unser Jütland auseinandergeflext. Ich besitze nur ein Feuerchen, das kann ich nur ertragen. Warte mal, hier mal aktivieren. Hannover, du hast ja relativ sehr großes Kaliber. Oh, der Fähre hat seine Healer geschmissen. Oh, schöne Hit. Okay, jetzt bin ich geschützt. Jetzt habe ich die Insel vor mir. Nur Konqueres weiter am Pushen, mal gucken. Nach hinten gucken auch. Schön. So, wir haben hier doppelte Anzahl von Schlachtschiffen, hast du schon. Ah. Kann ich ja nur fürs Auffass down. Ah, das ist nicht schlecht, aber probieren die blöden Secondary. Na, darauf persönlich habe ich keine Lust. Mal gucken. Ja, der Super T11-Schiff kommt hier um Ecke pushen. Oh. Tennerchen, ja du? Jupp. Jetzt am Pushen. Leute, so aber Hardcore in den Tod schmeißen müsst ihr euch gerade auch wirklich nicht. Ah, der Winkel war anscheinend besser. Was hat der von Vertrag bitte? Okay, der Winkel war doch ein bisschen zu bescheiden. Oh, 26.000! Okay. Lol. Ich glaube, der Konquerer hätte sich mal zurückziehen müssen. Boah, das war gut. Jetzt mal wieder hier aktivieren. Der Damage war extrem krass. Oh, ich bin unsichtbar. Ist mein Schiff so flach? Oh schön, Desmo ist down. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, der war auch Breitzeit auch zu ihm.
Also die Mutter hat anscheinend doch schon arge Probleme, mich frontal doch mal zu natzen. Mal gucken. Also mit Haie brauche ich hier bei den Russen eh nicht viel erwarten. Ah, okay, er wollte die Türme zerstören. Au. Okay, das ist jetzt ein Problem. Das ist jetzt ein arges Problem. Also die Runde ist schon mal besser schon mal. Mal hier aktivieren. Ich glaube, die Mutena guckt eher zu meiner Richtung. Ne, guckt in eine andere Richtung. Okay. Das ist typisch Zanderer mit Hai. Das sind so typische Zanderer-Spieler. Aber der Winkel ist immer nicht so perfekt. Ich warte noch. Die Mutena weiter. Oh, jetzt kommt er mit ab hier. Okay. War klar. Also diesen Back-Symbol bin ich bis ich immer noch buggy ohne Ende. Was? Nicht durchschlagen? Echt jetzt? Au, okay. Kein Wunder, Zander hat relativ einen passenden Kaliber, mich frontal auch zu penetrieren. Und dafür Trippelzieher. Okay, dafür hat er ausgereicht. Schön. 140k Damage. Die Runde war schon besser. Ich habe hier fast einen knappen Millionen hier weggetankt. Eieieiei, wie viel hat die Zanderer mir gedrückt überhaupt? 23.000 mit AP, wow. Ich glaube, der hat genau die Schiffsspitze, glaube ich, getroffen. Ja, ich glaube, der hat in den Bereich ja getroffen, nicht die andere, sondern in den hier. Er hat genau, ich glaube, hier genau dazwischen gezielt. Hat trotzdem nicht gereicht, um mich wegzunatzen. Ich habe ihn weggenatzt. Oh. Zack. Permanente Tarnung. Petro, kann man sagen, 3 Runden gespielt. Leider nicht so wirklich eine relativ, sondern das war die beste Runde. 2 Runden. Boah, na. Also die haben gesehen, Petro kann tanken. Wir haben jetzt diese Folge gesehen, was das Ding Schaden tanken kann. Und ja, die zweite war Müll, das war nichts. So, das würde ich sagen, das war die Runde mit dem Petro. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Und das kann man sagen, der Schiffszweig persönlich will ich nicht resetten. Dazu mal, für die Petro mache ich auch persönlich auch ein Special. So, ich habe sonst alle Schiffe mal, die TC-Schiffe, mal präsentiert, meine Fazite gegeben, wie die Vor- und Nachteile ist. Und bei dem Petro mache ich das genauso. Und demnächst kommt ja auch eine TC-Folge.
wie die Petro eingemeindet ist. Aber das Problem ist ja, die Petro, die Zitadelle wird ja ein bisschen angehoben. 0,5 cm ein bisschen höher ist, um die Zitadelle besser zu treffen zu können. Und sonst irgendwas. Aber lass uns hier nicht täuschen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Wir sagen bis nächste Mal und haut rein.